Lieber Nikita Sergejewitsch, ich habe unablässig über die Katastrophe nachgedacht, die mein Schriftstellerleben so radikal verändert hat, und über das tragische Schicksal meines Buches. Darin stehen Seiten voller Bitterkeit und Schmerz im Rückblick auf unsere jüngste Vergangenheit, auf die Kriegsereignisse. Das ist vielleicht keine leichte Lektüre, aber glauben Sie mir, es fiel mir auch nicht leicht, sie zu schreiben. Februar 1962. Wassili Grossmann schreibt an Nikita Chruschtschow, erster Parteisekretär der KPDSU. Er bittet um die Freigabe seines Romans »Leben und Schicksal«, der kurz zuvor vom KGB bei ihm zu Hause beschlagnahmt worden war. Warum hat man mein Buch verboten, das weder Lüge noch Verleumdung enthält, sondern nur Wahrheit, Schmerz und Menschenliebe? Warum wurde es mit behördlicher Gewalt weggenommen? Warum wurde es eingesperrt, als wäre es ein Verbrecher, ein Mörder? Ich bitte Sie, geben Sie meinem Buch die Freiheit, damit ich darüber mit Redakteuren und nicht mit Agenten des KGB sprechen kann. In diesem gewaltigen Panorama, das ein Meilenstein der Literatur des 20. Jahrhunderts werden wird, beschreibt Wassili Grossmann den Niedergang der Ideale der Revolution von 1917, den Totalitarismus Stalins und Hitlers, die Vernichtung der Juden, Stalingrad und das Getöse des Zweiten Weltkriegs. Der Roman erhebt die Freiheit zum höchsten Ideal und ist für den Kreml eine Gefahr. Meine physische Freiheit hat keinerlei Bedeutung. Sie ist nur eine Lüge, wenn das Buch, dem ich mein Leben geweiht habe, eingesperrt ist. Ich bitte Sie, geben Sie mein Buch frei. Hochachtungsvoll, Wassili Grossmann. Das folgende Dossier enthält das Protokoll der Durchsuchung der Wohnung von Wassili Semjanowitsch Grossmann. Es trägt das Datum vom 14. Februar 1961. Zweck der Durchsuchung ist die Beschlagnahmung des Manuskripts seines Romans »Leben und Schicksal«. Wie ging das vor sich? Es klingelte an der Tür. Unser Kindermädchen sagte zu Irina, meiner Frau: Irina, da kommen böse Leute. Ein Oberstleutnant und ein Major des KGB kamen ins Zimmer. Wassili Grossmann fühlte sich nicht wohl. Da holten sie Irina und sagten zu ihr: Er fühlt sich nicht wohl, geben Sie ihm eine Tablette. Sie führten ihn ab, mitsamt dem Romanmanuskript. Irina war sehr in Sorge und dachte, er würde nicht zurückkommen. Sie trat auf ihn zu, drückte ihm die Hand und sagte ein paar liebe Worte. Wassili standen die Tränen in den Augen. Wenige Stunden später ist Wassili Grossmann wieder zu Hause. Er ist frei. Denn als die Agenten des KGB an diesem Februarmorgen 1961 in der Begajower Straße 1 in Moskau läuten, ist ihr Auftrag nicht, einen Schriftsteller zu verhaften, sondern ein Buch. 900 Seiten, die als schwerste Anklage gegen das Sowjetregime angesehen werden, die je erhoben wurde. Die Männer beschlagnahmen nicht nur die verschiedenen Versionen des Manuskripts, sondern auch die Durchschlagpapiere und die Farbbänder der Schreibmaschine. Alles wird in der Lubjanka, dem Hauptquartier des KGB, weggeschlossen. Grossmann protestiert, doch es wird ihm beschieden, sein Buch könne frühestens in 250 Jahren erscheinen.
Das Eigenartige dabei ist, dass man das Buch, nicht den Autor, verhaftet hat. Den wollte man nicht antasten. Zum einen lebte man ja, um eine bekannte Formulierung aufzugreifen, in einer vegetarischen und nicht in einer kannibalischen Zeit. Die Schriftsteller wurden nicht mehr umgebracht, sie wurden verbannt. Man konnte sie einsperren und Ähnliches, aber man brachte sie nicht mehr um. Und Grossmann war ja auch sehr bekannt, vor allem wegen seiner Erzählungen als Kriegsberichterstatter hatte er quasi einen prominenten Status. Er sagte Worte, die einem wehtaten. Besser, sie hätten mich getötet. Es war sein Trauma, seine tiefe Wunde. Lieber Nikita Sergejewitsch. In seiner Verzweiflung schreibt er an Nikita Chruschtschow, den Parteichef der KPDSU. Das Buch, dem ich mein Leben geweiht habe, ist eingesperrt. Nikita Chruschtschow antwortet ihm nicht persönlich, sondern schickt seine graue Eminenz, den Chefideologen des Politbüros, Michail Suslow. Ihr Roman ist ein Angriff auf das Sowjetvolk. Seine Veröffentlichung wäre nicht nur schädlich für unser Volk und unseren Staat, sondern auch für alle, die außerhalb der Sowjetunion für den Kommunismus kämpfen. Warum sollten wir Ihr Buch herausbringen? Etwa als Schützenhilfe für die Atombomben, die unsere Feinde auf uns richten? Der Roman Leben und Schicksal ist also eine Bombe. Eine Bombe, die Suslow ein für alle Mal für entschärft hält. Grossmann stirbt am 14. September 1964 an Krebs, wenige Jahre nach der Beschlagnahme seines Buches. Nur seine Frau und seine beiden engsten Freunde wissen, dass zwei Kopien von Leben und Schicksal versteckt wurden. Eine auf dem Land unter Kartoffelsäcken, die andere in Moskau bei dem Dichter Semjon Lipkin. Es bedarf des ganzen Mutes eines Netzwerks von Dissidenten, darunter der Physiker Andrei Sacharow, seine Frau Jelena Bonner und der Schriftsteller Wladimir Wojnowitsch, um eine Abschrift des Manuskripts von Wassily Grossmann in den Westen zu schmuggeln. Vladimir Dimitrievitch, vous êtes éditeur à Lausanne, où vous avez fondé les très précieuses éditions L'Âge d'Homme. Vous avez publié le roman du soviétique Vassily Grossman, qui est un des événements de l'édition française dans cette rentrée. Ce roman s'intitule Vie et Destin. C'est un énorme, donc un très beau roman, dont le manuscrit, terminé en 1960, avait été saisi par le KGB. J'ai lu le livre, j'en ai été. Das Buch hat mich so überrascht wie kaum ein anderes. Ich habe daher einen ziemlich langen Artikel mit dieser etwas pathetischen Überschrift geschrieben. Ich war damals überhaupt gerne pathetisch. Jedenfalls verleitet dieses Buch vielleicht nicht zum Pathos, aber es ist ein wahres Epos der Zeit. Mein Artikel war überschrieben mit Grossmann, ein Titan im Herzen der Finsternis. Für mich ist das Buch eines der Monumente des 20. Jahrhunderts. Wenn Grossmann in den 50er Jahren gefragt wird, wie er sein großes Werk zu nennen gedenkt, antwortet er: Nach russischer Tradition wird der Titel aus zwei Substantiven bestehen, die durch die Konjunktion und verbunden sind. Er denkt dabei an Schuld und Sühne von Dostojewski oder mehr noch an Krieg und Frieden von Tolstoi. Tatsächlich ist vor allem dieser Letztere sein Vorbild. Genau wie in Krieg und Frieden das Schicksal einer Familie, der Rostows, während Napoleons Russlandfeldzug geschildert wird, erzählt Leben und Schicksal das der Familie Schaposchnikow zur Zeit der Schlacht um Stalingrad. Wie bei Tolstoi stehen fiktive Personen neben historischen, Szenen an der Front neben Schilderungen zivilen Lebens im Hinterland und detailgenaue Schilderungen neben philosophischen Exkursen. Doch vor allem ist es der Anspruch, den Grossmann an seinen Roman stellt, der ihn in die Nähe von Tolstoi rückt. Seine Art, einen Roman zu schreiben, ist Teil seiner Persönlichkeit. Er kann nicht anders schreiben. Das heißt, er vertraut unerschütterlich auf die Macht des Schriftstellers, eine literarische Welt zu erschaffen, die das genaue Spiegelbild der realen Welt ist, wo es keine Diskrepanz zwischen den beiden gibt. Wahre Kunst ist vergleichbar mit dem Wasser der Quelle. Der Mensch sieht auf den Grund eines tiefen Wassers, sieht die Pflanzen, die Kieselsteine. Doch diese Quelle ist nicht nur transparent, sie ist zugleich ein Spiegel. In ihm sieht der Mensch sich selbst, sieht die Welt, in der er arbeitet, kämpft, lebt. In ihm verbindet die Kunst die Transparenz des Glases mit der Wirkung eines vollkommenen, universalen Spiegels. Grossmann ist getragen vom unbedingten Willen, die Wahrheit zu sagen, zu verstehen, was Stalingrad bedeutet, und darüber hinaus ein Bild der sowjetischen Gesellschaft zu zeichnen.
und im Akt des Schreibens auf bestimmte Fragen zu antworten. Was ist ein totalitäres Regime? Wie kann man es beschreiben, wie verstehen, wie bekämpfen? Ich glaube, das war sein eigentliches Anliegen. Das waren seltsame Tage. Krümmer hatte das Gefühl, die Geschichte habe die Seiten der Bücher verlassen und sich ins Leben eingemischt. Und er nahm die Farbe des Himmels und die Wolken über Stalingrad mit wacheren Sinnen wahr als gewöhnlich. Der Roman Leben und Schicksal kreist um die Schlacht von Stalingrad in den Jahren 1942-43, beschränkt sich allerdings weder räumlich noch zeitlich auf diese Phase. Eindringlich schildert er weite Landschaften. Zahlreich und höchst unterschiedlich sind die Männer und Frauen, die meisten von ihnen Russen, manche Deutsche. Es sind Physiker, Politkommissare, Soldaten, Ärzte, Gefangene. Sie leben oder überleben in den Ruinen von Stalingrad, den Lagern des Gulag, in den Kalmückensteppen, den Ghettos der Ukraine. Es ist ein Buch über Menschen, in dem jeder Einzelne das Recht auf die Aufmerksamkeit des Schriftstellers hat. Immer geht es bei Grossmann um das Konkrete, Leibhaftige des Menschen, um das Individuum. Als der Oberst Novikow zusieht, wie sein Panzerregiment aus einem Wald, in dem sie stationiert waren, Richtung Stalingrad ausrückt, schaut er jedem einzelnen Panzer nach. Und obwohl ein Panzerregiment nicht unbedingt der Inbegriff des Individuellen ist, ist es das bei Grossmann eben doch. Und er betrachtet die Männer auf dem Turm ihres Panzers und sagt, jeder dachte bestimmt an etwas anderes. Ein Panzersoldat summt vor sich hin. Ein anderer hat die Augen halb geschlossen, entsetzt und voll düsterer Vorahnungen. Ein dritter denkt an zu Hause. Ein vierter kaut auf Brot und Wurst herum. Er denkt an seine Wurst. Ein fünfter kneift die Augen zusammen, um einen Vogel auf einem Baum zu bestimmen. Er glaubt, einen Wiedehopf zu erkennen. Ein sechster fragt sich besorgt, ob er am Vortag seinen Kameraden durch eine grobe Antwort gekränkt hat. Ein siebter ist hasserfüllt und träumt davon, dem Feind die Fresse zu polieren. Es ist der Kommandant des T-34 vor ihm. Der achte verfasst ein Gedicht, Abschied vom Herbstwald. Was dieses Buch außerdem so spannend macht, ist der Umstand, dass die Aufdeckung dessen, was Totalitarismus ist, erst nach und nach erfolgt. Grossmann selbst hatte das nicht von Beginn an begriffen, denn zunächst war er ein braver Sowjetautor, der erst mit der Zeit erkannte, was ihn dann so erschütterte. Und nicht nur ihn, sondern auch uns, wenn wir ein wenig Empathie empfinden. Wassily Grossmann wurde 1905 in Berditschew in der heutigen Ukraine in einer aufgeklärten jüdischen Familie als Sohn eines Ingenieurs und einer Französischlehrerin geboren. Seine Kindheit verbringt er zum Teil in der Schweiz. In Moskau studiert er Chemie und wird Ingenieur. Er veröffentlicht seine ersten Erzählungen in den 30er Jahren. In dieser Zeit glaubt er noch aufrichtig an die emanzipatorische Kraft der Revolution und seine Geschichten entsprechen genau der ideologischen Linie der Partei. Nach seinem ersten Roman mit dem Titel In der Stadt Berditschew ließ ihn Maxim Gorki zu sich in seine Datscha kommen und sagte zu ihm, hängen Sie den Ingenieurberuf an den Nagel und werden Sie Schriftsteller. Dieser Ort heißt das Dorf des sowjetischen Schriftstellers. Denn er wurde vor langer Zeit speziell für Schriftsteller errichtet. Damals wurden Schriftsteller geachtet. Sie genossen die Aufmerksamkeit der Mächtigen. Denn ihre Aufgabe bestand darin, die Sowjetmacht darzustellen und zu glorifizieren. Ich habe eine Erzählung mit dem Titel Die Tschapka geschrieben. Da geht es darum, dass die am meisten vom Regime geschätzten Autoren Tschapkas aus dem Fell von Bisamratten oder Hirschen tragen durften. Andere hatten welche aus Wolfs- oder Schaffell. Schriftsteller, die als weniger bedeutend galten, hatten sich mit Hasenfell zu begnügen. Meine Figur hat nur eine Mütze aus Katzenfell. Er
In den ersten Erzählungen Grossmanns ist keine Rede von der schändlichen Deportation von nahezu 2 Millionen Familien von Kulaken, diesen Großbauern, die zu Feinden des Volkes erklärt wurden. Großes Schweigen auch über die 6 Millionen Opfer der durch die Zwangskollektivierung verursachten Hungersnot. Kein Wort über den Terror, als 600.000 Menschen hingerichtet wurden und doppelt so viele im Gulag verschwanden. Dabei sind Leute aus seiner unmittelbaren Umgebung betroffen. Beim Moskauer Prozess 1937 unterzeichnet er zusammen mit vielen anderen Schriftstellern einen Brief, in dem die der antisowjetischen Verschwörung angeklagten früheren Weggefährten Lenins verurteilt werden. Sein Engagement auf der Seite der Revolution und für den Aufbau der Sowjetunion, für die neue Ordnung, ließ ihn blind werden für alles, was dieses Bild trübte. Wir, die wir niemals mit den Säuberungen, den Gräueln des Stalinismus, vor allem in den Jahren 1936 bis 1938, unmittelbar konfrontiert waren, können nicht ermessen, wie das damals war. Grossmann wäre von den Mühlen des Apparats zermalmt worden, hätte er den Brief nicht unterschrieben, in dem die alten Bolschewiki während der großen Prozesse von 1937 verurteilt wurden. Er hatte überhaupt keine andere Wahl. Die während der Schauprozesse geleistete Unterschrift, sein Schweigen bei der Verhaftung ihm nahestehender Personen werden sein Gewissen schwer belasten. Im Roman Leben und Schicksal findet sich ein Widerhall davon. Eine der Hauptfiguren, der Politkommissar Krümow, Bolschewik der ersten Stunde, hinterfragt seine Mitschuld am stalinschen Terror. Warum gesteht er? Und warum schweige ich dazu? Denn ich schweige, sagte er sich noch einmal. Ich habe nicht die Kraft zu sagen, ich glaube nicht, dass Bucharin ein Saboteur, ein Mörder, ein Provokateur ist. Bei der Abstimmung hob ich die Hand. Dann habe ich unterschrieben. Dann habe ich eine Rede gehalten, einen Artikel verfasst. Und ich glaube selbst an meine Aufrichtigkeit. Aber wo sind meine Zweifel, mein Unbehagen? Was bedeutet das alles? Habe ich etwa zweierlei Gewissen? Wie soll ich das verstehen? Anfangs sah Grossmann großes Potenzial in der Revolution. Aber der Weg, den sie einschlug, die Männer, die an der Macht waren, führten die Revolution in die blutige Diktatur Stalins. Von Anfang an ist für ihn klar, der Nazismus ist das absolut Böse. Aber in seinem Roman geht es doch um etwas anderes. Warum handelten die Leute, die an die Revolution als Befreiung glaubten, in eben dieser Weise? Für den Schriftsteller ist der Geist der Revolution verschwunden. Als einzige Perspektive bleibt die Partei als Staat. Dieses helläugige Monster, wie er es nennt. Ein Monster, das die eigenen Kinder frisst. Der Politkommissar Krümow gerät selbst in die totalitäre Maschinerie. Er wird verhaftet, in der Lubjanka eingesperrt, verurteilt. Krümow sprang auf, packte den Untersuchungsrichter an der Krawatte, dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und im Telefon klirrte etwas. Er schrie mit durchdringender, schriller Stimme: Du Hurensohn, du Halunke, wo warst du, als ich meine Leute in der Ukraine in den Kampf führte? Habe ich etwa nichts für die Partei getan? Hast du, du Bullenvisage, die sowjetische Heimat hier in der Lubjanka verteidigt? Und habe ich in Stalingrad etwa nicht unsere Sache verteidigt? Und standest du in Shanghai unter dem Galgen? Hat dir, du Dreckskerl, oder nicht doch mir, ein Koltschakmann, eine Kugel in die linke Schulter verpasst? Daraufhin schlugen sie ihn. Aber nicht einfach ins Gesicht, wie bei der Sonderabteilung an der Front, sondern planvoll, wissenschaftlich, mit Kenntnissen in Physiologie und Anatomie. Durch die Stimme seiner Figuren stellt sich Grossmann die Frage nach dem Zusammenhang von Stalinismus und Leninismus. Wurde die Revolution von einigen wenigen vom richtigen Weg abgebracht oder enthielt sie bereits den Keim des Totalitarismus? Nach dem, was ich gelesen habe, glaube ich, dass der Keim und vielleicht mehr als das schon bei Lenin angelegt war. Die ersten Lager werden unter Lenin errichtet. Die Verfolgung der Intellektuellen beginnt unter ihm.
Stalin ist nicht bereits ganz in Lenin enthalten, aber Lenin macht einen Stalin möglich. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Und genau darum geht es in der Debatte zwischen zwei alten Bolschewiki, die in den Gulag deportiert werden. Nichts und niemand und keine Reue kann je wieder gutmachen, was wir getan haben. Wir haben nicht begriffen, was Freiheit ist. Wir haben sie mit Füßen getreten. Auch Marx hat sie unterschätzt. Sie ist die Grundlage und der Sinn. Sie ist die absolute Infrastruktur von allem. Ohne Freiheit gibt es keine proletarische Revolution. Das Großartige und wirklich Umwerfende im Fall Grossmann besteht darin, dass er durch seine Erfahrungen lernt. Und diese Erfahrungen sind moralische, philosophische Dramen, die ihn verändern. Leider ändern sich viele Menschen nie. Die Fähigkeit, Überzeugungen in Frage zu stellen, mit denen man gelebt hat, gibt es nur sehr selten. Das ist bewundernswert. Das bewundere ich an Bernanos. Ja, Bernanos ist zwar ein rechtsextremer Katholik, aber als er sieht, was die Kirche in Spanien anrichtet, schreibt er die großen Friedhöfe unter dem Mond. Grossmann beschreibt eine Entwicklung, die aus diesem Panzer der Überzeugungen herausführt. Alles um ihn herum ergibt einen Sinn. Alles weist in dieselbe Richtung. Da herauszukommen, war bestimmt lange und harte Arbeit. Nach und nach entdeckte er Dinge, befreite sich immer mehr, fasste Mut, Dinge auszusprechen, die zuvor nicht nur unaussprechlich schienen, sondern sogar undenkbar. Die erste große Erschütterung im Leben und Denken von Wassily Grossmann erfolgte durch den Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion im Juni 1941. Er meldet sich freiwillig zur Roten Armee und wird Berichterstatter für die Armeezeitung Roter Stern. Grossmann im Jahr 41. Er ging mit Stock, war hoffnungslos übergewichtig. Mit seinen kaum 40 Jahren sah er dermaßen alt aus, dass ihn die Mädchen von der Wohnung nebenan Onkel nannten. Er kam also an die Front, war zu dick, hatte von nichts eine Ahnung, lernte aber schneller als jeder andere. Bald konnte er voller Stolz seinem Vater schreiben und ihm erzählen, dass er am Geräusch der Granaten hören konnte, ob sie nah oder weiter weg einschlugen. Er lernte auch den Umgang mit der Pistole und freute sich, wenn er seine Kameraden im Schießen übertraf. Bald sah er sich als richtigen Frontsoldaten. Und es ist auffällig, wie schnell die Soldaten ihn als einen der ihren anerkannten. Grossmann war nahezu 1000 Tage an der Front, länger als jeder andere Journalist oder Schriftsteller. Im August 1942 kommt er nach Stalingrad, in die Märtyrerstadt. Als er in den 50er Jahren an seinem Schreibtisch in Moskau seinen Roman schreibt, erinnert er sich an den Journalisten des Roten Stern. Die Sprache ist präzise und konkret. Es ist die Sprache seiner Aufzeichnungen von der Front vor Stalingrad. Sie dokumentiert den Alltag des Krieges auf beiden Seiten der Wolga mit einer Detailgenauigkeit und einem Bemühen um Wahrheit, die ihm die Anerkennung der Frontsoldaten verschaffen. Die beiden Kundschafter kauerten auf dem Boden und beobachteten die Deutschen. Einer der Soldaten hatte seine Jacke aufgeknöpft, sich ein rotkariertes Taschentuch in den Hemdkragen gesteckt und rasierte sich. Sajoscha hörte, wie die Rasierklinge die harten und staubigen Bartstoppeln schabte. Ein anderer löffelte etwas aus einer flachen Konservendose. Einen kurzen und zugleich endlosen Augenblick lang starrte Sajoscha auf dieses breite Gesicht, das sich auf sein Essvergnügen konzentrierte. Der Offizier zog seine Armbanduhr auf. Sajoscha bekam plötzlich Lust, ihn leise, um ihn nicht zu erschrecken, zu fragen: »Wie spät ist es bitte?« Krümow entsicherte eine Handgranate und warf sie in das Loch. Die Deutschen waren sofort tot, als ob sie ein paar Sekunden zuvor nicht gelebt hätten. Heute sind sich wohl alle einig, dass Stalingrad die psychologische Wende des Krieges war.
Diese Schlacht signalisierte der Welt, dass die Umkehrung der Situation durch die Rote Armee dadurch herbeigeführt wurde, dass sie nun ihrerseits die deutsche Taktik der Einkesselung anwandte. Das bedeutete, dass die deutsche Kriegsmaschinerie ins Stocken geriet und nicht mehr alles auf ihrem Vormarsch vernichten konnte. Und das war eine Botschaft der Hoffnung für die ganze Welt. Damals schrieb Pablo Neruda sein Liebeslied für Stalingrad. Der Sieg der Roten Armee in Stalingrad nährte die große Hoffnung auf eine neue Ära in der Sowjetunion. Eine Ära ohne politische Prozesse, ohne Terror. Eine Rückkehr zum ursprünglichen Sozialismus, getragen von freien Menschen. Wassili Grossmann schreibt: Stalingrad hatte eine Seele, die Seele der Freiheit. Er ist einer der vielen Russen, die glaubten, dass die ungeheuren Kriegsopfer, der Heldenmut des Volkes, diesem auch eine gewisse Freiheit bringen würden. Doch er musste feststellen, dass das nicht der Fall war, dass Stalin einfach weitermachte wie zuvor. Als die Nacht hereingebrochen war, ging Krümow zu Grekow und sagte: Kommen Sie, Grekow, lassen Sie uns vernünftig reden im Klartext. Was wollen Sie? Ich will die Freiheit. Für Sie kämpfe ich. Das wollen wir alle, sagte Krümow. Ach, hören Sie auf, winkte Grekow ab. Was wollen Sie denn mit der Freiheit? Ihnen geht es doch nur darum, die Deutschen niederzumachen. Machen Sie keine Witze, Genosse Grekow. Sagen Sie mir lieber, warum Sie einigen Soldaten falsche politische Äußerungen durchgehen lassen. Was bilden Sie sich ein? Wollen Sie etwa den Lauf der Geschichte ändern? Und Sie? Wollen Sie denn, dass nachher wieder alles läuft wie zuvor? Grossmann sieht darin das Paradox von Stalingrad. Warum Stalingrad? Weil diese Schlacht der Beginn der Niederwerfung des gegen die Freiheit gerichteten Narzissmus ist. Gleichzeitig jedoch die Stärkung eines anderen Feindes der Freiheit, nämlich des Stalin-Regimes. Сталинград освобожден. Над городом реет красный флаг. Auf dem Spiel stand das Schicksal der Kalmücken, der Krimtataren, der Tschetschenen, der Balkaren. Es ging um Polen, die Tschechoslowakei und Rumänien. Es ging um das Schicksal der russischen Arbeiter und Bauern, um die Freiheit der Meinung, der Literatur und der Wissenschaft in Russland. Grossmann war verbittert und wütend, denn gerade als sich der Sieg von Stalingrad abzeichnete, wurde er mit der 62. Armee unter General Tschuikow in die Ukraine versetzt. Hier bekam er mit, wie die jüdische Bevölkerung dieser Gebiete vernichtet worden war. Im November 1944 kommt er in Kiew an und erfährt, wie die Deutschen die gesamte jüdische Bevölkerung der Stadt umgebracht haben. 34.000 Menschen wurden innerhalb von 2 Tagen in der Schlucht von Babi Yar getötet. Berditschew, das Dorf, in dem er geboren wurde und wo seine Mutter gewohnt hatte, ist nur ein paar Kilometer vom Ort des Massakers entfernt. Er schreibt an seinen Vater: Heute gehe ich nach Berditschew. Mir ist so ungeheuer schwer ums Herz. Von den wenigen Überlebenden erfährt er, unter welchen Umständen seine Mutter und die 30.000 Juden der Stadt am 15. September 1941 abgeschlachtet worden waren. Witja, ich bin sicher, dass dich dieser Brief erreicht, obwohl ich mich hinter der Front und hinter dem Stacheldraht des jüdischen Ghettos befinde. Deine Antwort werde ich nicht mehr erhalten, denn ich werde nicht mehr von dieser Welt sein. Du sollst wissen, wie meine letzten Tage waren. Dieser Gedanke macht es mir leichter, aus dem Leben zu scheiden. Es ist schwer, die Menschen wirklich zu begreifen. Am 7. Juli sind die Deutschen in die Stadt einmarschiert. Im Roman verkörpert Anna Strum Grossmanns Mutter Jekaterina und ihr schreckliches Schicksal.
Kurz vor ihrer Ermordung durch die Einsatzgruppen schreibt sie ihrem Sohn einen letzten Brief. Heute Morgen erinnerte ich mich daran, was ich in den ganzen Jahren der sowjetischen Herrschaft vergessen konnte, nämlich, dass ich Jüdin bin. Die Deutschen fuhren auf Lastwagen vorbei und schrien, Juden kaputt. Mit der Schilderung von Anna Strums Tod beschreibt er den Tod seiner Mutter in allen Einzelheiten. Den Transport, den Weg zum Flugfeld. 1939 und 1940 kam sie zu Besuch. Sie wohnte bei uns. Und da konnte ich sehen, wie eng und liebevoll ihre Beziehung war. Es war eine große, fast grenzenlose Liebe. Von einem befreundeten Bauern, der am Stacheldraht vorbeikam, haben wir heute erfahren, dass die Juden, die man zum Kartoffeln ausgraben abgeführt hat, jetzt tiefe Gräben in der Nähe des Flugfelds an der Straße nach Romanowska ausheben. Präge dir diesen Namen gut ein, Witja. Dort wirst du das Massengrab finden, in dem deine Mutter liegen wird. As for Viktor Strum in the novel. Wie für die Romanfigur Viktor Strum ist für Grossmann der entscheidende Moment der Tod der Mutter in Berditschew. Der Gedanke, er hätte sie holen, sie retten können, war ein Schuldgefühl, das ihn bis zu seinem Ende nicht losließ. Aber niemand konnte vorhersehen, wie schnell die Deutschen in den ersten beiden Kriegsmonaten vorrücken würden. Es heißt, die Kinder sind unsere Zukunft. Aber was kann man über diese Kinder sagen? Sie werden keine Musiker, Schuhmacher, Schneider. Und heute Nacht hatte ich ganz deutlich diese umtriebige Welt vor Augen. Mit ihren bärtigen, geschäftigen Vätern. Ihren grantigen Großmüttern mit ihren Honigkuchen und gefüllten Gänsehälsen im Backofen. Diese Welt komplizierter Hochzeitsrituale, der Sprichwörter und Sabbattage. Ich dachte daran, dass diese Welt für immer untergehen wird. Nach dem Krieg wird das Leben weitergehen und wir werden nicht mehr da sein. Wir werden verschwunden sein, wie einst die Azteken verschwunden sind. Mit einmal geworden, die sich schwarz und sei ich krank. Auf meine Hitze sind sie gestorben, auf der ganzen Bank. Und als ich habe sie verloren. Einige Zeit nach Wassily Grossmanns Tod findet seine Frau unter seinen persönlichen Unterlagen zwei Briefe, die der Autor lange nach dem Tod seiner Mutter an sie geschrieben hat. Liebe Mama, Dutzende, ja vielleicht hunderte Male habe ich mir vorzustellen versucht, wie du gestorben, wie du in den Tod gegangen bist. Und auch den Mann, der dich getötet hat, habe ich mir vorzustellen versucht. Er war der Letzte, der dich gesehen hat. Ich weiß, während all der Zeit hast du viel an mich gedacht. Du und ich, wir sind eins. Du bist der Mensch, der mir am nächsten steht. Und solange ich lebe, wirst auch du leben. Und wenn ich tot bin, lebst du in dem Buch, das ich dir gewidmet habe und dessen Schicksal mit dem deinen verknüpft ist. Ich habe bei meiner Arbeit während der letzten 10 Jahre ständig an dich gedacht. Meine Liebe und meine Pflicht gegenüber den Menschen standen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Deshalb ist das Buch dir gewidmet. Du verkörperst für mich das Menschliche an sich. Und dein schreckliches Schicksal ist das der Menschheit in unmenschlicher Zeit. Ich fürchte nichts, denn deine Liebe begleitet mich. Und meine Liebe ist ewig bei dir. Nach seinem Einsatz in der Ukraine rückt Grossmann mit der Roten Armee weiter nach Westen vor. Er ist einer der ersten Journalisten, die das Konzentrationslager Treblinka betreten. Er sammelt Zeugenaussagen und schreibt einen Essay, Die Hölle von Treblinka, der beim Nürnberger Prozess als offizielles Dokument der Anklage vorliegen wird. Auch die Entdeckung der Vernichtungsmaschinerie der Nazis wird ihren Niederschlag finden auf den Seiten von Leben und Schicksal, die Sofia Ossipowna, dem kleinen David und anderen Opfern auf ihrer Fahrt in die Gaskammer gewidmet sind. Das ist sehr wichtig in Grossmanns Dichtung. Er stellt mehrere Personen im Waggon vor und entfaltet deren Hintergrund.
Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Buchhalter, der zum Verbrennen der Leichen angestellt ist und die ganze Zeit zählt, wie viele getötet wurden. Und jedes Mal sagt er, das sind Menschen. Und der deutsche Offizier sagt, das sind Zahlen, um der Realität auszuweichen. Plötzlich verflüchtigt sich der Waldgeruch. Die Soldaten der Eskorte lachen und schneuzen sich. Der Scharführer entfernt sich fluchend. Die Leichenverbrenner legen ihre Schaufeln weg und nehmen die Haken zur Hand. Dann binden sie sich Lappen um Nase und Mund. Guten Tag, Großväterchen. Jetzt sehen Sie noch mal das Tageslicht. Mann, was sind Sie schwer? Eine tote Mutter und drei Kinder. Zwei Buben, der Ältere im Grundschulalter. Das Mädchen, Jahrgang 39. Es war rachitisch. Klammer dich doch nicht so an deine Mutter, mein Kleiner. Sie läuft dir schon nicht davon. Wie viele Figuren? Schreit der Scharführer von Weitem. 19. Und leise vor sich hin. 19 ermordete Menschen. Seine Form des Protestes gegen das, was er machen muss, ist jedes Mal zu sagen, das sind Menschen. Und genau das ist Grossmanns Humanismus. Das heißt, entscheidend ist das Individuum, der Mensch. Er spricht also nicht von einem Waggon voll, nicht nur von einer Zahl getöteter Juden, sondern jeder einzelne der getöteten Menschen rückt in den Blick. Es ist das einzige Buch, das ich kenne, das einen in eine Gaskammer führt. Bis ans Ende eben. Betrachtet sich ein nackter Mensch, denkt er höchstens, das also bin ich. Er erkennt sein Ich und es ist immer gleich. Der kleine Junge betrachtet seinen kindlichen Körper und sagt sich, das bin ich. Und 50 Jahre später sieht er seine Krampfadern, seine fette, erschlaffte Brust an und sagt sich, das also bin ich. Aber auf einmal überkam Sophia Ossipowna ein anderes Gefühl. Das magere Kind mit der Stupsnase, zu dem eine Alte kopfschüttelnd sagte, ach, mein armer Chassid. Dieses 14-jährige Mädchen, auf das sogar hier hunderte Augenpaare voll Bewunderung blickten. Und jetzt kam ihr die Schwäche und Hässlichkeit der ehrfurchtgebietenden alten Männer und Frauen zum Bewusstsein. Jetzt sah sie die starken, behaarten Rücken der Männer, die drahtigen Beine und vollen Brüste der Frauen. Mit diesen jungen und alten Körpern entledigte sich der Körper eines Volkes seiner Lumpen. Sophia Ossipowna empfand jetzt dieses »Das also bin ich« nicht mehr nur auf sich selbst, sondern auf alle diese Menschen bezogen. Es war der entblößte Körper eines Volkes, von Jungen und Alten. Lebendig, blühend, robust, verblüht, schön und unansehnlich. Grossmann entdeckt also das Jüdische. Er selbst war ja ein völlig assimilierter Jude. Ob Jude oder nicht, das Problem existierte für ihn nicht. Er war geprägt von der russischen Kultur und lebte in der Sowjetunion. Basta. Damit ist er überhaupt kein Einzelfall. Aber angesichts dieser Vernichtung beginnt er natürlich, sich wieder als Jude zu begreifen. Ich habe mich nie als Jüdin gefühlt, schreibt Anna Strum in ihrem letzten Brief an den Sohn. In diesen entsetzlichen Tagen jedoch erfüllte mich eine mütterliche Zärtlichkeit für das jüdische Volk. Die Wiederentdeckung seines Judentums kollidiert mit voller Wucht mit dem Antisemitismus, der sich ganz oben an der Spitze des Staates entwickelt und seinen Höhepunkt in der antikosmopolitischen Kampagne findet. In den 50er Jahren ist die Erwähnung des Holocaust zwar nicht absolut, aber doch praktisch verboten. Als offizielle Begründung für dieses Verschweigen wird angeführt, dies sei eine Bekundung des Nationalismus und Herausstellung nur eines Teils der Sowjetgesellschaft. Es habe nämlich das gesamte sowjetische Volk unter der Besatzung durch die Nazis gelitten. Das Schweigen über den Holocaust als Spezifikum ist demnach quasi offiziell. Ça nous amène
Damit sind wir bei einem Buch, zu dem Grossmann viel beigetragen, in das er viel von sich eingebracht hat. Nämlich bei dem Schwarzbuch, in dem das Schicksal der Juden in den von den Nazis okkupierten Gebieten dokumentiert werden sollte. In dem Buch sollten Zeugen des Holocaust zu Wort kommen. Grossmann selbst und Ilja Ehrenburg waren die Herausgeber, zusammen mit dem jüdischen antifaschistischen Komitee. Zu Beginn der antikosmopolitischen Kampagne wird der Vorsitzende dieses Komitees umgebracht, der große Schauspieler und Theaterregisseur Solomon Michaels. Dann wird das Buch nach und nach von der Zensur zusammengestrichen und am Ende doch nicht veröffentlicht. Grossmann wurde von diesem Verbot voll getroffen, denn damit wurde seine Arbeit überhaupt verboten. Das Verbot der Welt, die Vernichtung der Juden mitzuteilen, der Mord an seiner Mutter und die Vereinnahmung des Sieges von Stalingrad durch den Diktator öffnen Grossmann die Augen. Der sozialistische Schriftsteller wird zu einem der klarsichtigsten Zeugen des 20. Jahrhunderts. Grossmann zitiert seinem Freund, dem Dichter Liebkin, die Worte von Tschechow: Es ist Zeit, sich des Sklaven in uns zu entledigen. Diese Befreiung findet statt zwischen der Niederschrift seiner beiden Stalingrad gewidmeten Bände. Der erste Band, Für eine gerechte Sache, liegt noch auf der für das Regime akzeptablen Linie. Der zweite, Leben und Schicksal, wird 1960 vollendet. Den Totalitarismus, die Vernichtung der Kulaken als Klasse, die Ermordung der Freiheit, den Terror, alles, worüber er bisher geschwiegen hat, beschreibt er in Leben und Schicksal. Eine der erstaunlichsten Eigenheiten der menschlichen Natur, die diese Epoche offenbart hat, ist die Unterwürfigkeit. Und es waren nicht aber Tausende, sondern aber Millionen, die ohne aufzubegehren zusahen, wie Unschuldige vernichtet wurden. Und sie waren nicht nur Zeugen, die sich damit abgefunden hatten, sondern sie stimmten auch, wenn es befohlen wurde, der Vernichtung zu. Mit beifälligem Gemurmel bekundeten sie ihre Billigung des Massenmords. Diese Unterwürfigkeit offenbart uns das Vorhandensein einer neuen und furchtbaren Macht, die auf die Menschen einwirkt. Von totalitären Systemen ausgeübter Zwang und Terror sind in der Lage, auf ganzen Kontinenten den Geist des Menschen zu lähmen. Er sah die offensichtlichen Parallelen zwischen Nazismus und Stalinismus. Es ist im Übrigen dieser Vergleich, der das Buch so gefährlich und am Ende so verhängnisvoll für sein eigenes Leben machte, der es andererseits aber zu einem solchen Meisterwerk werden ließ. Es ist höchst erstaunlich, dass er sowohl das Hitler- als auch das Stalin-Regime als totalitäre Systeme definiert. Dabei ist dieser Vergleich eigentlich gar nicht neu. Er taucht bereits vor dem Krieg auf. Aber in der Sowjetunion ist das natürlich ein absolut unmöglicher Begriff. Sich Mitte der 50er Jahre einen solchen Gedanken zu gestatten, zeugt von großem intellektuellem Mut. Umso mehr, wenn man der Einzige ist, der ihn ausspricht. Die historische Konfrontation der beiden totalitären Regime regt ihn zu einigen der berühmtesten Seiten des Buches an. In einem Konzentrationslager lässt Liss, der deutsche Kommandant, einen alten bolschewikischen Gefangenen kommen. Auch über unserem Volksstaat weht das rote Arbeiterbanner. Auch wir rufen zu nationaler Einheit und produktiver Leistung auf. Auch wir sagen, die Partei ist die Verwirklichung des Traums des deutschen Arbeiters. Auch ihr sprecht von Arbeit und Nation. Ihr wisst genauso gut wie wir, der Nationalismus ist die mächtigste Kraft des 20. Jahrhunderts. Der Nationalismus ist der Geist unserer Epoche. Euer Terror hat Millionen Menschen vernichtet. Und wir Deutschen sind die einzigen auf der ganzen Welt, die begreifen, dass es sein musste und dass es gut war. Der Bolschewik weiß das von sich. Aber Grossmann macht dieser Gedanke Angst. Und wenn er das nicht wahrhaben will, dann gerade deshalb, weil er spürt, dass daran etwas Wahres ist. Natürlich, wir sind Erzfeinde. Doch unser Sieg ist zugleich euer Sieg. Und wenn ihr siegt, werden wir untergehen, aber in eurem Sieg weiterleben. Aus diesem Gespräch wird Grossmanns Standpunkt ganz klar ersichtlich. Die Parallele wird nicht nur auf diesen Seiten deutlich, sie zieht sich durch den ganzen Roman in vielen subtileren Momenten. Und der Leser versteht sehr gut, was das für Konsequenzen hat.
Grossmanns Darstellung des Naziregimes, zum Beispiel was die Rolle der Partei oder den Hitlerkult betrifft, beruht hauptsächlich auf einer Projektion dessen, was er über die Sowjetunion weiß, auf Deutschland. Dass also die Partei alles kontrolliert. Die Wirtschaft, die theoretische Physik, das Ballett, was weiß ich noch alles. Dass also die Partei von einem Moment zum anderen alles umkrempeln kann. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt, das zieht sich durch den ganzen Roman, ist die Angst. Jeden Augenblick kann ein Mensch verschwinden. Er ist einfach weg, unklar, warum er verhaftet wurde. Diese allgegenwärtige Angst lastet auf allen und dauert an bis zum Ende des Regimes. Übrigens erkennt man, dass diese Angst heute unter anderen Umständen wieder aufkommt. Es ist vielleicht erstaunlich, aber diese Angst hat die Gesellschaft geprägt. Man könnte auch sagen, zerstört, denn sie kommt immer wieder zum Vorschein. Diese ungeheure Macht fesselt den Willen des Menschen durch Propaganda, Vereinzelung, das Lager, einen stillen Tod durch Hunger und Stigmatisierung. Aber bei jedem Schritt, den der Mensch unter der Bedrohung durch Not, Hunger, Lager und Tod macht, zeigt sich gleichzeitig der freie Wille des Menschen. Dem individuellen Widerstand des einzelnen Menschen misst er umso größere Bedeutung bei, als er keine globale politische Möglichkeit für eine Änderung des Regimes sieht. Eine der Personen, die sich gegen die totalitäre Ungeheuerlichkeit zur Wehr setzen, ist Ikonnikow. Er ist Gefangener in einem Konzentrationslager und zieht es vor zu sterben, anstatt beim Bau einer Gaskammer mitzuarbeiten. Verachtet sowohl von den Nazis als auch von den Bolschewiken wegen seiner humanistischen Haltung, verurteilt Ikonnikow die religiösen, sozialen oder politischen Ideologien, die im Namen eines angeblich über den Menschen stehenden Gutes wirken. Ich hatte Gelegenheit, die unerbittliche Macht der Idee eines sozialen Guten am Werk zu sehen, die in unserem Land entstanden ist. Ich sah sie bei der Zwangskollektivierung, sah sie wieder im Jahr 1937, sah, dass im Namen einer solch schönen und menschlichen Idee wie der des Christentums Menschen vernichtet wurden, sah ganze Dörfer verhungern, sah in Sibirien deportierte Kinder im Schnee erfrieren, sah die Kolonnen tausender Menschen, die man nach Sibirien verschleppte, als angebliche Feinde der großen und strahlenden Idee des sozialen Guten. Diese großartige und schöne Idee tötete erbarmungslos die einen, ruinierte das Leben anderer. Sie trennte die Frauen von ihren Männern, entriss den Kindern die Väter. Als einzigen Ausweg des Menschen aus der Falle des Totalitarismus sieht Grossmann das unbedingte Festhalten an Menschlichkeit und an Individualität. In seiner Ablehnung der gefährlichen Ideologien kommt der Mensch, ich würde fast sagen, in seiner Nacktheit zum Vorschein, mit dem, was unwägbar, ursprünglich in ihm ist und was sich in einer kleinen, auch irrationalen Geste ausdrücken kann. Par la petite bonté individuelle et irrationnelle. Und so gibt es neben diesen so schrecklichen großen Guten die schlichte menschliche Güte im Alltag. Die Güte einer Alten, die am Straßenrand dem Sträfling ein Stück Brot zusteckt. Die Güte eines Soldaten, der einem verwundeten Feind seine Feldflasche reicht. Die Güte der Jungen, die Mitleid mit dem Alter haben. Die Güte eines Bauern, der einen alten Juden in seiner Scheune versteckt. Diese persönliche Güte eines Menschen einem anderen gegenüber hat keine Zeugen. Sie ist eine Güte ohne Ideologie. Man könnte sie eine gedankenlose Güte nennen. Die Güte der Menschen unabhängig von religiösen oder sozialen Lehren. Und diese irgendwie törichte Güte ist es, die das Menschliche im Menschen ausmacht. C'est aussi simple que ça, c'est qu'on peut être bon. So einfach ist das. Man kann einfach gut sein, und sobald man gut ist, sobald man den Mut dazu hat, wird man von der totalitären Maschine nicht überwältigt. Ist man nicht völlig benutzbar. Das ist großartig. Je mehr sich die Abgründe des Faschismus vor mir auftun,
desto deutlicher sehe ich, dass das Menschliche unbesiegbar im Menschen weiterlebt. Selbst am Rand des blutigen Massengrabs. Selbst am Eingang in die Gaskammer. Mein Glaube ist durch die Hölle gegangen. Wenn selbst jetzt das Menschliche im Menschen immer noch nicht abgetötet ist, wird das Böse niemals siegen. Merkwürdigerweise ist dies ein optimistisches Buch, obwohl sich alles vor einem so grauenhaften Hintergrund abspielt. Die Möglichkeit, ein freier Mensch zu sein, besteht weiter. Doch zugleich stört es mich ein wenig, das so auszudrücken, denn Grossmann erteilt keine Lektionen. Er predigt nicht, er hebt nicht den Zeigefinger. Und auch deshalb ist es ein großer und eben kein Erbauungsroman. Wassily Grossmann ist der Überzeugung, dass jedes System, das nicht den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ihn früher oder später erdrückt. Und hier ist er nicht von Tolstois Prosa beeinflusst, sondern vom Humanismus des anderen großen russischen Schriftstellers, von Anton Tschechow. Tschechow hat uns das ganze Russland in seiner Riesenhaftigkeit nahegebracht. Menschen aller Klassen, aller sozialen Schichten und jeden Alters. Doch das ist nicht alles. Er hat diese Millionen Leute als Demokrat in seine Romane eingeführt, als russischer Demokrat. Wie hat Tschechow gesagt? Gott gehört an die zweite Stelle, ebenso wie die großen, angeblich fortschrittlichen Ideen. Beginnen wir beim Menschen. Lasst uns aufmerksam sein für den Menschen, gleich wer er sei. Ob Bischof, Muschik, Industrieller, Millionär, Sträfling auf Sachalin oder Kellner in einem Restaurant. Fangen wir an, den Menschen zu lieben, zu respektieren, zu bedauern. Andernfalls wird nie etwas dabei herauskommen. Und das heißt Demokratie. Demokratie des russischen Volkes. Eine Demokratie, die nicht zustande gekommen ist. Im Laufe von 1000 Jahren hat der russische Mensch viel gesehen. Größe und Supergröße. Aber was er nie erlebt hat, ist Demokratie. Wenn ich heute einem Jugendlichen zu einem Buch raten sollte, aus dem er etwas von der Geschichte des 20. Jahrhunderts lernen und auch erfahren könnte, wie sich die Menschheit angesichts des Totalitarismus verhält, dann wäre das bestimmt dieser Roman. Und ich meine, damit wäre auch Wesentliches für die politische und philosophische Bildung dieses Jugendlichen getan. Leben und Schicksal wird 1960 abgeschlossen. Grossmann vertraut eine Abschrift seinem Freund Semjon Lipskin an, der es in Verwahrung nimmt. Stalin ist tot. Zwar hat Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPdSU den Stalin-Kult verurteilt, doch irrt sich Grossmann sehr, wenn er glaubt, das politische Klima habe sich so weit verändert, dass sein Buch erscheinen könnte. Er ignoriert die Warnungen seines Freundes und reicht das Manuskript bei der Zeitschrift Znamya ein. Der Chefredakteur ist entsetzt über den Inhalt und übergibt es sofort der Kulturabteilung des Zentralkomitees der Partei. Am Morgen des 15. Februar 1961 stehen zwei KGB-Offiziere vor der Tür des Schriftstellers. Nachdem der Roman beschlagnahmt war, grüßten ihn manche Bekannte nicht mehr oder wechselten sogar hastig auf die andere Straßenseite, wenn sie ihm begegneten. Und er bekam keine Anrufe mehr. In seinen letzten 3 Jahren ist er schwer krebskrank. Alle haben ihn verlassen. Er ist ein Paria. Alles, was eigentlich sein Leben ausmacht, glaubt er endgültig verloren. Ich kenne keine Passion im Sinne der Passion Christi, keine Passion eines Schriftstellers, die schlimmer ist als die seine. Semjon Lipkin ist einer der wenigen Freunde, die ihm bis zu seinem Tod am 14. September 1964 zur Seite stehen. Grossmann wurde 58 Jahre alt. 10 Jahre lang bewahrt der Freund getreulich das Manuskript, das ihm der Schriftsteller anvertraut hatte. Semjon Lipkin war mein Nachbar. Er ging regelmäßig vor dem Haus, in dem ich wohnte, spazieren. Eines Tages schaue ich ihn an und sehe, dass er merkwürdig herumdruckst. Ja, wissen Sie, ich habe hier ein Manuskript. Ich unterbrach ihn. Grossmann? Er zuckte zusammen und sagte, wie haben Sie das erraten? Ich wusste, dass das Manuskript beschlagnahmt worden war. Aber ich hatte nie geglaubt, dass alle Exemplare verschwunden waren. Anfang der 70er Jahre hat Wladimir Wojnowitsch selbst Probleme mit dem Regime.
Als Verfasser einer verdeckt publizierten Satire steht er den Kreisen der Dissidenten nahe. Einige Zeit danach brachte mir Lipkin eine Mappe mit dem schweren Manuskript von fast 1000 Seiten. Ich beschloss, es fotografieren zu lassen und es als Mikrofilm in den Westen zu bringen. Ich überlegte, wem ich vertrauen könnte. Schließlich dachte ich an Sacharow und seine Frau Elena Bonner. Sacharows internationales Renommee verhinderte, dass der KGB ihn behelligte. Deshalb brachte ich das Manuskript zu ihm. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelangt der Mikrofilm schließlich in den Westen, wo er von dem Verlag L'Âge d'Homme zunächst in der Schweiz, dann auch in Frankreich veröffentlicht wird. In der UdSSR erscheint er erst 8 Jahre später, ein Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer. Im Juli 2013 übergibt der Geheimdienst den russischen Archiven endlich das Originalmanuskript von Leben und Schicksal, das 50 Jahre zuvor an einem Februarmorgen bei Wassily Grossmann konfisziert worden war. Ich sage selten, ich sei stolz auf etwas, das ich getan habe. Aber in diesem Fall war ich stolz auf meine Rolle, die ich bei der Rettung des Romans spielen durfte. Ich achtete und schätzte nämlich den Schriftsteller Grossmann sehr. Ich selbst schlug mich ja mit dem KGB und ganz allgemein mit dem Sowjetregime herum, das alles Lebendige aus der Literatur verbannen wollte. Im Oktober 1959, als Wassily Grossmann an den Ufern des Schwarzen Meeres den Schlusspunkt zu seinem Werk Leben und Schicksal setzte, schrieb er an seinen Freund Semjon Lipkin: Jetzt ist die Zeit gekommen, den Männern und Frauen Lebewohl zu sagen, die mich nun 16 Jahre lang Tag für Tag begleitet haben. Ich werde nach Moskau kommen und zum ersten Mal mein Manuskript am Stück lesen. Ich empfinde keine Freude, kein Hochgefühl. Vielmehr eine tiefe und zugleich diffuse Sorge und Angst. Werde ich bestehen? Das ist die entscheidende Frage, die mich umtreibt. Werde ich bestehen vor den Menschen, also auch vor Gott? In zweiter Linie frage ich mich, habe ich es als Schriftsteller gut gemacht? Und was wird am Ende der Weg, das Schicksal meines Buches sein? Doch gerade in diesem Moment spüre ich klar und deutlich, dass die dritte Sorge, das Schicksal meines Buches, von mir abfällt. Es wird sich getrennt von mir, ohne mich erfüllen. Vielleicht gar nicht mehr zu meinen Lebzeiten.